Willkommen zu einem neuen Bavmo-Video. Freunde, wie einige von euch auf Instagram sicher mitbekommen haben, haben wir von BMW den Z4 M40i zur Verfügung gestellt bekommen, um diesen 14 Tage ausgiebig für euch zu testen. Was der neue Z4 so auf dem Kasten hat und ob er überzeugen konnte, das erfahrt ihr in diesem Video. Also Freunde, los geht's! Da ist er, der neue BMW Z4 M40i. Neues Aussehen, neues Design, neues Konzept mit altbewährten Attributen. Anders als seine Vorgänger setzt der neue Z4 radikal auf eine neue Optik. Dies macht sich zum Beispiel an der Front des Fahrzeuges bemerkbar. Die Scheinwerfer sind komplett neu angeordnet und verlaufen eher vertikal als horizontal. Auch die Tagfahrlichtsignaturen liegen nicht mehr nebeneinander, sondern übereinander. Gepaart mit der neuen massiv verbreiterten Niere und den neuen Designelementen auf der Motorhaube verleiht dies dem Z4 ein ungewohnt markantes und vor allem unbekanntes, aber frisches neues Gesicht. Schauen wir uns die Seite des Fahrzeuges an, haben wir einige Designelemente von den vorherigen Z4-Generationen. Wenn man sich zum Beispiel den Schweller anschaut, merkt man, dass dieser von den vorherigen Generationen zwar übernommen, aber wesentlich moderner interpretiert wurde. Auch die Auswahl der Fahrzeuglackierung ist beim neuen Z4 etwas bisher noch nie dagewesenes. Zum ersten Mal ist es möglich, das Fahrzeug ab Werk in einer seidenglanzlackierten Variante zu bestellen. In unserem Fall hat unser Testwagen die Frozen Grade 2 Seidenmattlackierung. Das Besondere an dieser Lackierung ist die Tatsache, dass sie die Linien des Fahrzeuges und Formgebung noch besser darstellt als bei einer Hochglanzlackierung. Dies macht den Wagen erst so richtig sportlich maskulin und markant. Wenn wir dieses Fahrzeug in einer Lackierung empfehlen müssten, wäre es genau diese. Auch im Heckbereich erkennt man durch die Seidenmattlackierung erst so richtig, wie markant der Z4 M40i überhaupt designt wurde. Der Diffusor ist sehr stark ausgeprägt und vermittelt jedem, der hinter einem fährt, dass unter der Haube mehr zu sein scheint, als man denkt. Was dieses Mal jedoch anders ist, ist das Stoffdach. Wo der Vorgänger noch auf ein Stahldach gesetzt hat, setzt der neue Z4 auf ein Softtop, das durch diverse Kunststoffteile verstärkt wird. Diese Kunststoffteile sorgen dafür, dass unter anderem auch das Dach optisch auf Spannung bleibt und glatt ist. Das ist deswegen so besonders, weil das Dach, wenn es heruntergefahren ist, designtechnisch den perfekten Übergang in die Heckpartie bis hin zum Ducktail darstellt. So hat man, auch wenn man mit offenem Dach fährt, eine gewisse Kontinuität in der Designsprache des Fahrzeuges. Um etwas an Gewicht einzusparen, hat BMW auf Aluminiumteile und vor allem Kunststoffteile gesetzt. Die Motorhaube, die Türen und die Heckklappe sind zum Beispiel aus Aluminium und der Rest der Außenhaut aus Kunststoff. Das mag sich im ersten Moment eines Premium-Fahrzeuges nicht würdig anhören, ist aber mit Abstand eine der besten Entscheidungen, die man für dieses Fahrzeug treffen konnte. Alles in allem sieht der Z4 M40i echt sehr gut aus und macht optisch wirklich was her. Trotz der neuen Gegebenheiten, wie zum Beispiel dem kürzeren Radstand oder den neuen Scheinwerfern, ist es BMW gelungen, den Z4 auf eine Art und Weise zu designen, die sehr viele neue Kunden und Roadster-Liebhaber ansprechen dürfte. Gemessen an all diesen Faktoren vergeben wir in der Kategorie Design und Optik 10 von 10 Punkten. Begeben wir uns in den Innenraum des neuen Z4 M40i, bemerken wir sofort die aktuelle Designsprache von BMW. Man hat, egal wohin man sieht, Penta, Hexa, Septa und Octagon Designelemente. Die Anordnung der einzelnen Systemkomponenten, wie zum Beispiel die des Infotainment-Systems, der Klima-Dieneinheit oder des virtuellen Kombi-Instruments, sind BMW-typisch perfekt auf den Fahrer ausgerichtet. Die iDrive-Bedienkonsole ist zum Beispiel absolut perfekt angebracht und kann sowohl vom Fahrer als auch vom Beifahrer ohne Probleme bedient werden. Das virtuelle Kombi-Instrument ist bei diesem Fahrzeug aber das Sahnestück gewesen. Es liefert unglaublich viele Informationen und ergänzt das Infotainment-System ungemein, aber dazu später mehr. Leider ist die Verarbeitung des Armaturenbretts nicht sehr positiv ausgefallen. Was wir meinen? Schaut man sich die Linie der künstlichen Nähte an, erkennt man, dass diese nicht sehr gut verarbeitet sind. Sie sind alles andere als gerade und vor allem auch alles andere als plan. Denn entsteht durch die Sonne eine Schattenkante auf dieser Naht, erkennt man erst so richtig, wie unsauber dieser Bereich verarbeitet wurde. Ein weiterer Faktor, der einen Punktabzug bedeuten wird, ist zum Beispiel die hintere Abdeckung der Mittelarmlehne. Nächster negativer Punkt ist das Farbmatching. Und zwar haben wir jetzt im Bereich der Mittelarmlehne hier einmal Leder. Ja, einmal hier und einmal hier. Das Ganze ist auch wirklich schön verarbeitet. Das fühlt sich auch wirklich hochwertig an. Aber schaut mal nach von hier drauf. Haben wir hier ein Kunststoffteil und leider zwei verschiedene Farbtöne.
bleiben wir bei der iDrive-Kulisse, denn direkt daneben haben wir einmal den Gangwall-Hebel, den neuen. Der ist natürlich richtig cool, modern, klein, schön sportlich. Aber das Problem, was ich hier direkt bemerkt habe, war, dass hier auf dieser Seite, die man leider nicht sieht, zwei Plastikstücke zusammenfinden und das Ganze nicht wirklich sich hochwertig anfühlt, sondern eher wie billiger Kunststoff. Weil wenn man hier schaltet oder den Rückwärtsgang einlegt, man hat einen Ring an, dann hört man ein unschönes Klappern und das ist bei einem Fahrzeug aus dem Premium-Bereich nicht so toll. Ein weiterer negativer Punkt ist zum Beispiel die hintere Zierleiste. Die ist erstens nicht wirklich gerade, das heißt, wir haben hier eine Kante und wenn man in den Rückspiegel guckt, sieht man diese Kante. Man sieht, dass es nicht gerade ist. Aber das größere Problem ist, schaut mal, kommt mal her, das hier. Und das kann man bei einem Premium-Fahrzeug nicht akzeptieren. Ich wende hier wirklich kaum Kraft an und man kann jetzt hier die Zierleiste hin und her drücken und das ist alles andere als qualitativ hochwertig. Aber fassen wir alles einmal zusammen. Wir haben ein sehr hochwertiges Interieur, das kleine Schwächen aufweist, vollgepackt mit State-of-the-Art-Technik und einer sehr guten Funktionalität aller Komponenten. Nimmt man all dies zusammen, kommen wir auf eine Punktzahl von 8 von 10 Punkten. Kommen wir zu Technik und Sicherheit. BMW stellte uns ein nahezu voll ausgestattetes Fahrzeug zur Verfügung. Alle relevanten neuesten Sicherheitssysteme und Ausstattungsmerkmale waren an Bord. Fangen wir jedoch mit der Lichttechnik an. Diese war wie auch schon beim Mini und auch beim M2 Competition mal wieder ein wahrer Segen. Die Ausleuchtung, Leuchtweite, Temperatur und Adaptivität bei eingeschaltetem automatischen Fernlicht waren absolute Weltklasse. Der Tempomat bot dieses Mal sogar eine geniale Besonderheit. Beim Tempomaten, bei dem man halt einstellen kann, dass er quasi mit einem Druck auf den Set-Knopf ja, die Geschwindigkeit anpasst. Weil es gibt dann immer Abschnitte, wo man halt von 50 auf 30 runtergebremst wird und dann von 50 auf 70 wieder hochbeschleunigt wird sozusagen. Und das kann man halt einfach mit einem Tastendruck machen. Das heißt, man muss selber nicht mehr beschleunigen und im schlimmsten Falle sogar noch nicht mal selber bremsen. Ein Notbremsassistent, ein Spurhaltesystem sowie Airbags und andere relevante Sicherheitsfeatures wie zum Beispiel die Überrollbügel waren selbstverständlich ebenfalls an Bord. Was dieses Mal aber auch besonders aufgefallen war, ist das Head-Up-Display. Dieses wurde noch einmal mit neuen Funktionen ausgestattet und verfügt jetzt über eine vollwertige Farbdarstellung, eine viel bessere Sichtbarkeit und noch bessere Anpassungsmöglichkeiten. Die Fahrassistenzsysteme wie zum Beispiel ABS und DSC haben absolut perfekt funktioniert. Dies ist auch unbedingt nötig, da wir ein hochmotorisiertes Fahrzeug mit kurzem Radstand samt Hinterradantrieb haben. Kommen wir noch einmal kurz zum virtuellen Kombi-Instrument. BMW hat auch hier zum ersten Mal etwas Neues in den Z4 eingepflanzt. Ein Stück Technik, was nicht sein muss, aber jedem zu empfehlen ist. Das virtuelle Kombi-Instrument kann bei Navigation die aktuelle Route aufs Nötigste reduziert, aber trotzdem detailreich anzeigen. Erstmals werden zum Beispiel auch Cover von Alben oder auch andere farbige Logos vollwertig angezeigt. Das virtuelle Kombi-Instrument bietet so viele Möglichkeiten, sich Infos und Parameter anzeigen zu lassen, dass man aus dem Staunen eigentlich nicht mehr rauskommt. Das zentrale Infotainment-System ist mit einem einzigen Wort zu beschreiben: Perfektion. Es ist erstaunlich, wie es BMW immer wieder schafft, das iDrive-System von Generation zu Generation so stark zu verbessern. Kaum zu glauben, aber wahr. Wenn man all dies zusammennimmt, gibt es beim Punkt Technik und Sicherheit 10 von 10 Punkten. Hier gibt es mal wieder absolut nichts auszusetzen. Kommen wir zum Punkt Motor und Dynamik. Der turboaufgeladene 3 Liter Reihen 6 Zylinder im Z4 M40i leistet hierzulande 340 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment. Dieses Triebwerk ist ein absolutes Sahnestück. Dass dieser Motor den Weg in den Z4 M40i gefunden hat, war mit das Beste, was dem G29 passieren konnte. Es ist kaum zu beschreiben, wie viel Leben diesem Fahrzeug durch diesen Motor samt dem 8-Gang Automatikgetriebe eingehaucht wird. Es ist nicht einmal so, dass man die ganze Zeit schnell fahren möchte. Die meiste Zeit fährt man absolut entspannt und cruist mit offenem Dach der Sonne entgegen. Aber wenn es dann Situationen auf der Autobahn gibt, in denen mein Hintermann versucht mit seinen Mercedes-Benz zu drängeln, drückt man einfach das Gaspedal bis zum Kickdown runter und man spürt jeden Newtonmeter und jede Pferdestärke am eigenen Leib. Wir nähern uns einem Tunnel und da werden wir jetzt natürlich ein bisschen mal Gas geben, ne? So, ich glaube, das dürfte man gehört haben. Das heißt, wir haben hier ein paar Pops und Bangs.
die nicht programmiert sind. Also die hören sich jedes Mal aufs Neue anders an. Und das Ganze ist also nativ. Der ganze Sound, der hinten rauskommt, ist nativ. Der ist natürlich nicht laut, aber er ist sportlich ausreichend. Und in Verbindung mit diesen Poppen und Knallen ist das schon Gedicht. Die anfängliche Skepsis gegenüber dem kürzeren Radstand war schon nach kurzer Zeit Geschichte. Der Z4 M40i überzeugt nicht nur motor- und getriebeseitig, sondern auch in Sachen Fahrverhalten und Fahrdynamik. Man merkt, dass hier auch die Basis für den Toyota Supra geschaffen wurde, was bekanntlich die Coupé-Variante des BMW Z4 darstellen soll. Eine Sache macht uns aber dennoch traurig, und zwar die Gewissheit, dass es den Z4 M40i in anderen Ländern mit 388 PS gibt, sprich also noch mit mehr Leistung. Wahrscheinlich liegt es mal wieder an den EU-Richtlinien, warum wir hierzulande wieder weniger Leistung bekommen. Nichtsdestotrotz kann man bei Motor und Dynamik ebenfalls nur 10 von 10 Punkten vergeben. Alles andere wäre nicht fair. Und damit sind wir schon am Ende angelangt und sind beim Punkt Preis und Leistung. Dass der BMW Z4 M40i bei unserem Test als Premiumfahrzeug einige Minussachen in Sachen Verarbeitung gesammelt hat, ist womöglich der einzige Kritikpunkt, den wir hier neben dem Preis äußern können. Denn bei einem Preis von knapp 70.000 Euro muss man leider schon hart schlucken, wenn man schaut, was die Konkurrenz aus Stuttgart und Ingolstadt bei fast genau demselben Preis oder sogar noch günstiger zu bieten haben. Wir müssen eine Sache festhalten. Der BMW Z4 M40i ist kein vollwertiges Fahrzeug der M GmbH, sondern der BMW AG. Wir haben hier quasi einen halben M, für den jedoch AMG bzw. RS Preise anfallen. Beim direkten Vergleich mit dem Audi TT RS wird gerade beim Punkt Leistung klar, warum der Z4 M40i doch schon ein wenig zu teuer wirkt. Auch beim Mercedes SLC AMG haben wir nahezu die identische Ausstattung mit nahezu identischem Preis. Würde man den Z4 M40i in dieser Konfiguration, wie wir sie hatten, für um die 64.000 Euro bekommen, dann hätten wir auch über diesen Punkt absolut nichts auszusetzen. Aber wir müssen nun einmal das Fahrzeug gemessen am Preis und an der Leistung mit Berücksichtigung des gesamten Fahrzeugmarktes bewerten. In diesem Punkt kommen wir auf eine Wertung von 7 von 10 Punkten. Und damit kommt der neue BMW Z4 M40i G29 auf 45 Punkte und liegt damit verdient im oberen Platin-Bereich. Ein unglaublich tolles Fahrzeug, welches wir gepaart mit einem kleinen Händlerrabatt absolut empfehlen können. Aber wie seht ihr das, Freunde? Was haltet ihr vom neuen BMW Z4 M40i? Würdet ihr euch den Z4 in die Garage stellen? Wäre dieses Fahrzeug etwas für euch? Schreibt eure Meinung zum Z4 doch gerne mal in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Wir freuen uns drauf. I will fear to be a soldier.